Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und wir sind heute ein bisschen in KX drin, wie ihr sehen könnt. Und ihr fragt euch jetzt auch schon direkt bestimmt, Alter, was ist das für eine Shitbox? Reifen, sonst wo, alles ab, selbst der Kofferraum ist ab. Eine gewisse Person, die das vielleicht sehen wird, die wird sich jetzt wahrscheinlich schon wieder aufregen, weil komplett alles fehlt. Gerade wenn man das bei einem Miata macht, fühle ich angesprochen. Auf jeden Fall dachte ich mir so, oh, warum nicht eigentlich mal ein KX-Video machen? Ich habe eigentlich irgendwie Bock. So, gucken wir uns ein Auto an. Tune das. Also das Setup habe ich schon ready. Wir müssen es nur noch optisch ein bisschen tunen. Und das wird sehr, sehr wild. Weil das ist auf jeden Fall kein normales Drift-Body-Kit, was wir drauf machen werden. Und da habe ich mir gedacht, bauen wir den einfach zusammen. Gucken, was draus wird. Und versuchen mit irgendwelchen Leuten in irgendwelchen Lobbys Tandems zu ziehen. Würde sagen, wir schnacken nicht lang, gehen direkt auf Bodykits, gehen auf die gute Karosserie und ich meine, ihr seht den Radstand, also dann, das ist schon perfekt abgestimmt, ja? Heißt, wir haben ein sehr breites Bodykit, sage ich mal. Wir drücken drauf und voila. Da ist das gute, ja, ich sag mal, Bodykit für den Evo. Ist ein Time Attack Bodykit eigentlich. Ich dachte mir, warum nicht? Ist mal was anderes, ne? Ist ziemlich wild, ist ziemlich groß, ziemlich viel Diffusor. Vorne und hinten und ziemlich viel Flügel. Viel können wir nicht dran machen. Es ist auch klar, wäre komisch, wenn man da irgendwas dran machen könnte. Wir haben ja trotzdem noch eine Kategorie. Und da gucken wir jetzt mal rein, was wir da machen können. Ich war noch nicht drauf. Aber ich denke mal, es sind Designs. Ja, es sind Designs. Okay. Das hätte ich mir denken können. Das sieht eigentlich ziemlich nice aus. Ich wollte erst sagen, ziemlich ugly. Oh, das ist natürlich auch nice. J-Spec Performance. Was steht da? Track Shinobi. Das sieht auch ziemlich, ziemlich nice aus. Ja, das ist... Obwohl, es geht eigentlich auch. Es geht auch. Das chinesische hier... Das, oder wenn es überhaupt chinesisch ist. Auf jeden Fall das Logo. Das Logo auf dem Scheinwerfer da vorne gefällt mir. Und allgemein auch die Seite so. Ja, das ist natürlich... Jawohl. Wir nehmen das. Wir nehmen das. Dann hauen wir uns hier noch ein paar schöne Wheels drauf. Nämlich Special Edition. Die Reifen erinnern mich absolut an... Na, wie heißen die? An so einen RC Drift Car irgendwie. Sehen eigentlich ganz nice aus. Die sehen auch... Baba, ich glaube, ich habe mich gerade verliebt. Die sehen auch sexy aus. Wir nehmen die. Wir nehmen die. Da gibt es gar nichts lange zu schnacken. Ja, das war's. Sonst hätten wir jetzt hier noch Reifen auswählen können. Aber das ist auf jeden Fall unser Beast für heute. Für das jetzige Video. Ist da Panzertape an der Seite? Oder ist das einfach ein Sticker? Ich glaube, das ist einfach ein Sticker. Naja, auf jeden Fall. Sieht sehr wild aus. Wir haben leider nur 757 PS. Also, ich habe Autos, die haben ein bisschen mehr. Ich habe auch eine Supra, die ist Stock. Ja, Stock, 1200 PS. Aber dafür war natürlich ein Spaß, ne? Muss ja keiner wissen. So, auf jeden Fall 757 PS. Schlummern hier drunter. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken. Kopf in Nacken. Ui, wir kommen auf East Tok raus und werden erstmal direkt wegschalten. Ich finde es halt auch geil, dass die anderen PC-Spieler sehen, mit was ich jetzt hier driften werde. Also, das ist schon ziemlich nice und ich glaube, ich muss das Spiel etwas leiser machen. So, ich habe es jetzt etwas leiser gemacht. Wenn es jetzt immer noch zu laut sein sollte, mache ich es später in der Bearbeitung noch ein Stück leiser.
aber das Ding geht schon ziemlich gut ab, muss ich sagen. Also das Setup ist auch ganz nice. Oh, Schild! Kurz mal Schild mitgenommen. Gar kein Problem. Also ich sag mal so, es würde auch schneller in den Kurven gehen. Aber da ich darauf gar keinen Bock habe, habe ich das mal diesmal gelassen. Also heißt, ich habe keine 120er Reifenhaftung drauf, sondern nur die 100er. Ich finde das viel, viel entspannter. Da bist du nicht so schnell, bist ein bisschen chilliger und kann natürlich immer noch auf 120 wechseln, natürlich. Au, das hat gecrashed. Also das heißt wahrscheinlich, ich könnte jetzt nicht hier mit dem RX-7 mithalten, weil er wahrscheinlich 120er drauf hat. Aber man sieht auch, es ist viel, viel rutschiger, als wenn ich jetzt mit 120er fahren würde. Ich packe gleich mal 120er drauf, damit wir einmal den Vergleich sehen. Aber ich bin ehrlich, so an sich finde ich das Bodykit ziemlich geil, muss ich sagen. Auch wenn es ziemlich wild ist. Aber es ist schon geil. Und erinnert mich halt wirklich an so einen RC-Driftauto. So, dann holen wir uns jetzt mal einen schönen Sprung. Oder auch nicht! Okay, da ich auf Eastoge nicht wirklich Leute gefunden habe, die Tandems gezogen haben, habe ich jetzt einfach mal die Map gewechselt zu Red Rock. In der Hoffnung, dass hier ein paar mehr Leute Tandems zieht, weil das ist auch eigentlich eine geile Map für Tandems. Und was ich jetzt auch gemacht habe, ich habe jetzt mal 120er draufgepackt und man sieht halt schon direkt den Unterschied und man merkt ihn auch. Viel mehr Grip als vorher. Gucken wir mal, ob die Gang hier gleich losfährt oder nicht. Wir fahren die ersten los und wir fahren einfach mal mit. Der Typ hinter mir, sag ich schon, vor mir denkt sich auch, was hab ich hier geraucht. Ich frage mich auch, was der Typ da vorne geraucht hat, vor mir. Alter, wenn ich seinen Sturz sehe, ne? Hinten. Aber sein Sturz. Alter, ich kann auch gerade nicht mehr denken. Seine Wagenhöhe. Alter. Sein Hinterreifen geht aber sowas von schlafen. Wahnsinn. Line hat er gezogen. Da komme ich nicht mit, aber jetzt bin ich wieder dran. Oh, da müssen wir mal kurz stupsen. Er sich fast überdreht. Dafür, dass das Ding 757 PS hat, pullt er jetzt nicht so, muss ich sagen. Also zieht jetzt nicht wirklich an. Finde ich ein bisschen wack. Also da gibt es auf jeden Fall ein paar Autos mit ein bisschen mehr Leistung. Jo, war doch eigentlich ein ganz, ganz geiler Run, muss ich sagen. Ein Run! Da driften wieder ein paar. Auf geht's. Versuchen mal abzukürzen. Ah, schade. Ich würde sagen, wir machen mal unseren eigenen großen Run. Um mal einen Clean zu machen. Ah, jetzt endet das hier eh wieder in der Tandem. Aber egal, wir biegen einfach gleich nachher links ab. Nicht rechts, wieder Richtung Tankstelle. Bis jetzt ganz, ganz clean auf jeden Fall. Ziemlich clean. So, jetzt biegen wir hier links ab. Schön weit raus. Hier auch. Schön weit rauskommen. Damit wir hier direkt im Anschluss
Kurve bekommen. So ist perfekt. Und dann machen wir einmal Roundabout. Da kommt er uns entgegen. Und dann geht der ganze Spaß wieder zurück. So, müssen wir mal hoch am vierten schalten. Ah, die haben wir, die haben wir. Ja, schön außen. Hier auch wieder schön nach außen. Außen bleiben, außen bleiben. Ich höre sie nur hinter mir. Ich gucke erst gar nicht nach hinten. Ich konzentriere mich einfach weiter. Und dann sind wir wieder bei der Tankstelle. Fittet das? Das fittet. Angekommen. Schön. So, wir sind jetzt nochmal auf West Coast unterwegs und mein Auto ist kaputt. Mein Auto ist einfach kaputt. Geil. Ziemlich geil, muss ich auf jeden Fall sagen. Ich gehe das mal ganz kurz fixen. So, jetzt habe ich es dann auch wieder gefixt bekommen, nachdem ich das Spiel einmal neu starten musste. Und wir sind jetzt auf jeden Fall nochmal auf West Coast. Eine kleine Formula-Runde einmal drehen, also eine Strecke abfahren. Mal gucken, wie sich das Auto da so tut. Ob man das hier für Tandems am besten nutzen kann, wenn man irgendwie mit den Jungs mal zockt oder so. Oder fürs KX Formula Drift Event, wenn es dann mal wieder startet. Ich würde sagen, wir starten einfach mal und gucken, wie sich das Ding auf der kleinen Teststrecke macht. Aber die erste Kurve schon mal sehr solide. Zweiter Sektor auch schon mal solide. Und wir kommen in die letzte. Da gibt es einen Walltap. Und dann gehen wir hier raus. Ist sehr sauber. Ein sehr, sehr sauberes Setup auf jeden Fall. Gehen wir hier nochmal rundherum. Gibt es hier einen kleinen Walltap. Schöne Kurve. Aber wie gesagt, schade halt, dass sich das Lenkrad nicht mitbewegen tut, weil das ist eigentlich schon ziemlich, ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, da war nochmal ein kleiner Walltap. Ui, und da habe ich ganz kurz gecrashed, da war ich auch viel zu dicht an der Wand. Ja, ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen, wie immer. Döner wie immer. Und schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr den Evo mit dem Time Attack Bodykit findet, ob man das so machen kann oder nicht. Ob es geil wäre, so ein Bodykit normal im Spiel zu haben oder wie auch immer. Aber ich finde den schon ziemlich, ziemlich geil. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt schon im Video erwähnt habe, aber ist mir relativ Latte. Dann würde ich sagen, bin ich raus für heute und wir sehen uns im nächsten Video.